Wir sitzen hier auf der Eurobike in Frankfurt. Es ist Ende Juni. Wir haben, glaube ich, heute 35 Grad im Schatten. Und da kann ich mir nichts Besseres vorstellen, als in so einer richtig schönen, warmen Jacke zu sitzen. Deshalb habe ich mir gerade mal von unserem Partner Endura die Endura GV500 Insulated Jacket geschnappt. Vor allem, um euch ein bisschen was zu erzählen zu der Jacke. Und das kann am besten Nathalie machen. Denn Nathalie hat schon ganz viele Geschichten mit dieser Jacke erlebt. Hallo Nathalie. Hallo. Erzähl doch mal ein bisschen. Ich bin erste E-Mountainbike-Weltmeisterin der Geschichte. Nein. Tatsächlich. Bin 16 Jahre Cross-Country gefahren im Weltcup, habe sogar mal einen gewonnen. Und heute fahre ich auch wahnsinnig gerne Gravelbike. Und auch viel beim Bikepacken, bin jetzt ins Ultracycling-Business eingestiegen. Also, ich bin jetzt dieses Jahr Dead Ends and Dolci gefahren im Tessin. Mhm. 460 Kilometer, 8.500 Höhenmeter im Stück. Ja, ja. Ja, war schön. Und jetzt fahre ich Anfang Juli Bright Midnight in Norwegen. Und, ja, freue ich mich schon. Ja, und du bist auf deinen Abenteuern mit Endura-Klamotten unterwegs. Ja, bin ich, tatsächlich. Und ich habe gehört, dass du schon das ein oder andere Abenteuer mit dieser schönen Jacke, über die ich mich sehr freue, dass ich sie hier gerade tragen darf und die danach auch niemand mehr tragen kann, erlebt. Ja, erzähl mal. Ja, also was ich toll finde an der Jacke, kleines Packmaß und trotzdem viel Wärme. Also für Beachurlaub finde ich sie jetzt, so wie du sie gerade trägst. Das ist genau richtig, sonst kriege ich ja Sonnenbrand. Ja. Nicht das Wichtige, aber beim Bikepacken oder beim Gravelbiken ist die bei mir schon oder eigentlich immer dabei. Und ich glaube, meine liebste Geschichte damit ist, wie ich eben dieses Frühjahr bei Dead Ends & Dolci morgens um 3 ja, so richtig müde wurde und Angst hatte, dass ich auf dem Fahrrad einschlafe. Und ich habe dann einen Powernap gebraucht und bin dann mit Helm, habe ich die Jacke angezogen, habe mich bei jemandem im Garten gelegt, 15 Minuten Powernap, schön kuschelig in der Jacke. Danach bin ich weitergefahren und weil das Klima in der Jacke halt zum Schlafen, aber auch zum Radfahren so gut ist, habe ich sie dann bis ins Ziel nicht mehr rausgezogen. Ja, hervorragend. Das Klima in der Jacke finde ich gerade auch ganz hervorragend. Genau, was ziemlich cool ist, ist die Kapuze tatsächlich, die du benutzen kannst. Du hast hier noch ein paar Taschen, ne? Und wie du schon sagst, das Packmaß, also ich habe die Jacke ja auch. Und was ich tatsächlich spannend finde, ich habe die eigentlich, hier habe ich sie tatsächlich nur mal so mitgebracht, aber fast immer dabei. Immer? Also egal, ob du sie tagsüber mal brauchst, wenn es kühler wird, oder dann abends, wenn du noch am Feuer sitzt mit einem Bier in der Hand oder so. Also, Also ich finde, das ja, früher war für mich so eine Primaloft-Jacke zum Radfahren unvorstellbar. Keine Ahnung, da haben wir so kleine Regenjacke dabei, Windjacke, aber sowas finde ich schon, also mittlerweile bin ich überzeugt. Ja. Und das Coole ist aber auch, sie passt hinten in die Trikottasche. Unglaublich, aber wahr. Dann bedanke ich mich. Genau. Prost, Nathalie.